Hallo und herzlich willkommen zu meinem Q&A. Ja, ich habe den Film über Felix Krull gemacht und würde jetzt gerne noch ein paar offene Fragen beantworten. Ich starte mal mit dem Stand vom 19.03. um 15.43 Uhr. Da gab es 1523 Likes und 293 Dislikes. Und ich starte direkt mal mit dem ersten Kommentar von Horst Beratu. Bisschen spät oder nicht, die gibt es nicht mehr, und 90% der Videos wurden gelöscht. Ja, ich stimme zu. Wenn das jetzt ein Film wäre, der nur um die Challenges ging, diese Videos sind 2 Jahre alt, da wäre das irgendwie ein komischer Zeitpunkt, eine Reportage über Felix Krull zu machen. Es ist ja aber so, dass wir den Protagonist über 2 Jahre begleitet haben, was, finde ich, eine Stärke des Films ist. Und diese Challenges bilden ja nur den Anfang der Geschichte. Das heißt, alles, was danach relevant wurde, geht halt von diesem Anfangspunkt aus. Ich glaube, weglassen hätten wir diese Geschichte mit den Challenges nicht gekonnt, denn Felix Krull sagt ja selber, dass die so der Anfang vom Ende waren und ihn immer weiter in die Sucht getrieben haben. Deshalb denke ich, relevant war es schon, diese Challenges zu benennen, aber sie sind ja nicht im Hauptthema des Films. Und zur Aktualität vielleicht noch nachgeschoben, ich meine, das Gerichtsverfahren war im Oktober und das letzte Treffen mit ihm war jetzt im Januar, also das ist durchaus noch von der Aktualität des Themas zu sprechen. Leonard IF6TY schreibt, ich verstehe nicht so recht, wieso die Journalistin ständig im Bild ist, wie sie am Schreibtisch sitzt, wie sie recherchiert, wie sie ein Video guckt, wie sie auf Klo geht. Was soll das denn suggerieren? Ja, grundsätzlich verstehe ich das. Ich finde so extrem selbstreferenzielle Videos, wo die Reporter sich so relativ grundlos mal in den Mittelpunkt stellen, auch anstrengend und bin da auch nicht mehr so großer Fan von. In dieser Geschichte habe ich quasi mein Erleben trotzdem als roten Faden gewählt, aber es einfach einen roten Faden brauchte in diesem Mischmasch von Entwicklungen. Und weil ich ja irgendwie trotzdem auch Teil der Geschichte war. Ich will meinen Teil jetzt nicht größer machen, als er war. Trotzdem wurde ich ja von der Frau angerufen, als sie im Krankenhaus war, nachdem Felix Krull sie verprügelt hatte. Oder ich war auch die einzige Zuschauerin vor Gericht. Deshalb glaube ich, dass es da schon so ein paar Aspekte gibt, die durchaus berechtigen, dass man mich da vielleicht ein bisschen mehr gesehen hat, als mir das vielleicht oder als den meisten Zuschauern das vielleicht lieb gewesen wäre. Dann schreibt Mr. Dr. Andy, ich habe wie viele hier noch nie von denen gehört. Ihr treibt ihn wieder in diesen Hype und verstärkt den Hype auch noch, indem ihr das Scheinwerferlicht auf ihn lenkt. Na, Hauptsache, ihr habt eure Klicks. Also, es stimmt, dass einige Leute in den Kommentaren Felix Krull nicht kannten. Es stimmt aber genauso, dass viele Leute in den Kommentaren ihn kannten. Und ich glaube, man kann auch von den Abrufzahlen von Spotify und YouTube her schon davon ausgehen, dass er durchaus relevant genug ist, dass man ihn irgendwie zum Gegenstand einer Geschichte machen kann. Außerdem finde ich, oder würde ich mir wünschen als Zuschauer, dass Journalisten eben nicht für mich entscheiden, was jetzt relevant ist und ich quasi so mit dem die Inhalte erstmal so vorsortieren und mir nur das präsentieren, wo sie finden, ja, hier ist der Protagonist eben anständig. Denn ich erwarte oder ich würde hoffen, dass man mir als Zuschauer auch eine mündige Meinung zutraut, so einen Sachverhalt einordnen zu können. Und außerdem muss ich auch sagen, ich bin Journalist und kein Richter. Und Felix Krull hat seine Strafe abgesessen oder verbüßt sie gerade. Er zeigt Reue. Und zumindest soweit wir das beurteilen können, scheint zumindest relativ ehrlich einzuordnen, was damals passiert ist. Das heißt, mehr kann er an dieser Stelle ja auch nicht machen. Und ich finde es dann schon in Ordnung und angemessen, ihm da auch zuzuhören bei seiner Perspektive, wie er die Vergangenheit eben ansieht. Außerdem ist er ja auch irgendwie in der Öffentlichkeit, er hat einen Podcast, ordnet die Geschehnisse alle selber ein und da finde ich es auch sinnvoll, da nochmal von außen drauf zu gucken und vielleicht nochmal so ein paar Aspekte zu liefern, die er vielleicht in seinem Podcast oder in seinem eigenen Öffentlichkeitsauftritt nicht so erwähnt, einfach um das auch nochmal von einer anderen Partei eingeordnet zu haben. Dann schreibt Mr. Schluffy, mach doch mal wieder guten, interessanten Content. Ja, sowas kam ein paar Mal, das hat auch jemand anders hat irgendwie geschrieben, dass das so RTL 2 Content wäre. Ja, und das finde ich schade, dass manche Leute das so wahrgenommen haben. Ich will das auch gar nicht irgendwie, ich will die jetzt gar nicht davon überzeugen, eine andere Meinung zu haben. Wenn man das guckt und findet, dass das RTL 2 Content ist, dann ist das so. Ich will nur einmal kurz erklären, warum ich das anders sehe. Ich finde, diese Felix Krull Geschichte ist total relevant und auch total spannend. Hier geht es auf den ersten Blick vielleicht um Mundzunähen und Essigechsen. Das ist aber ja nur ein ganz kleiner Teil einer viel komplexeren Geschichte.
dieses Black Mirror-artige, dieses Black Mirror-artige Bestehen dieser Gang, wo Fans quasi diktieren, was gemacht werden soll, wo man in der Psychiatrie es live streamt. Dieser digitale Exhibitionismus, der erzählt, finde ich, eine so spannende Geschichte unserer Zeit gerade, dass ich finde, dass das eine extreme Relevanz hat. Und auch die Perspektiven, die wir hier in dem Film sehen. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich mal jemanden gesehen habe, der so offen darüber redet, seine Freundinnen verprügelt zu haben. Und ja, argumentieren jetzt vielleicht wieder andere, das will doch keiner hören. Oder dann setzt man den da hin und hört diese und lässt ihm wieder das Scheinwerferlicht, dass er erzählt, wie das war. Klar, man wird dazu gezwungen, in dem Moment jemandem zuzuhören, dem man vielleicht nicht zuhören will oder dem manche Zuschauer nicht zuhören wollen. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann kann das ja auch Aufschluss auf diese Situation geben, in der dieser Mann war, mit der Frau, die einen sehr einzigartigen Einblick geben, von dem man vielleicht auch was lernen kann. Ja, also ich finde die Geschichte sehr spannend und sehr relevant und hoffe, dass auch der ein oder andere das auch so empfunden hat. Ja, dann sind wir weiter. Ich würde jetzt noch mal zwei Meinungen zur letzten Frage vorlesen. Und da ging es darum, ob der Zuschauer Mitschuld an der Entwicklung von Felix Krull hat. Hier schreibt Mr. Testing Tubes: Nein, ich denke nicht, dass seine Fans nennenswert Mitschuld haben. So einfach kann Felix Krull sich nicht aus der Affäre ziehen. Er entscheidet über seinen Konsum und über sein Verhalten. Er hätte schon viel früher die Notbremse ziehen können bzw. müssen. Und noch eine andere Haltung hat Mui. Es ist echt schade, er hatte Texte mit Inhalt, die Beats waren gut. Leider hat er damit nie mehr die Aufmerksamkeit bekommen, welche ihm schön dreckig und reich brachte. Dennoch ist er eigentlich ein echt korrekter Kerl. Ein Durchbruch im deutschen Game mit Musik hätte ich mir echt gewünscht, aber mit nett und guten Texten kommst du einfach nicht weit. Du musst Tabus und Grenzen der Gesellschaft einfach überschreiten. Jede Aufmerksamkeit ist gut. Ja, ich hoffe, dieses Q&A konnte euch nochmal ein paar offene Fragen beantworten. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Bis dahin, tschüss.